Und jetzt sind wir bei uns in der Küche. Es wird wieder schnabuliert. Ich freue mich sehr darauf. Diese Woche machen wir eine kulinarische Reise sozusagen. Wir nehmen Sie mit in den Urlaub. Heute geht's nach Italien. Pizza und Pasta kennt jeder. Es geht auch noch ein bisschen mehr. Und das werden wir heute rausfinden, zusammen mit Koch Daniel Hagen-Wolf vom Landgasthof Hagen in Gras-Ellenbach. Hallo. Hi. Italienisch. Es ist mein Lieblingsland, wenn es ums Essen geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe Pasta, ich liebe Pizza, aber ich liebe auch alles andere, was in Italien so auf den Tisch kommt. Ich habe mitbekommen, Ihre Frau ist Italienerin, deswegen können Sie so gut italienisch kochen. Und es gibt bei euch ein Italienisch-Kochbuch im Haus sozusagen, wo auch die Azubis drauf zugreifen dürfen. Dürfen die da einfach hingehen? Ist das die heilige Bibel? Oder muss man erst mal fragen? Also tatsächlich zugreifen dürfen sie tatsächlich nicht drauf. Aber wenn sie fragen, gehen wir schon dran. Und das sind so die wirklich, all die Rezepte sind top. Sind alle gesammelt über Jahre. So Originalrezepte von der Mutti. Originalrezepte, jawohl. Auch von der Schwiegermama sind viele dabei. Und meine Frau sagt immer, beziehungsweise die Schwiegermama sagt immer, es ist schon traurig, dass ich als Deutscher manchmal leckere Italiener koche mit Italiener selber. Das macht mich natürlich dann wiederum stolz. Besseres Kompliment gibt es doch gar nicht. Wenn wir schon bei Rezepten sind, was gibt es denn heute Leckeres bei uns? Was machen wir? Ich sehe schon Kartoffeln. Heute machen wir mal was ganz anderes. Ich sage jetzt mal, das ist ähnlich dem deutschen Bauernomelett. Ein Raffanata. Sprich, wir haben hier, das gibt ein Kartoffelomelett. Ah. Ja, das heißt, wir haben hier Kartoffeln gekocht. Mhm. Sie können da sämtliche Kartoffeln nehmen oder vom Vortag nehmen, die übrig bleiben, ist überhaupt gar kein Problem. Also ist ganz egal, ob weich oder hart kommt. Das ist völlig egal. Wir haben jetzt, wie gesagt, in Salzwasser gekocht und jetzt müssen wir es einfach nur auspressen. Das Ganze wird jetzt gesalzen und gepfeffert. Und da kommt dann jetzt auch gleich diese Hauptzutat dazu, was ja heute auch das Motto ist. Meerrettich und auch die italienischen Kräuter. Wie gesagt, es wird das Ganze erstmal gesalzen und gepfeffert. Und dann kommt hier frisch geriebener Meerrettich dazu. Ist der jetzt scharf? Weil wenn ich mir überlege, wenn ich manchmal Meerrettich, zum Beispiel zu einem Lachs oder so esse, da haut es dir erstmal alles durch die Nase durch und kriegst du wieder richtig Luft. Ist das bei frischem auch so? Das ist bei frischem auch so. Natürlich kommt es da auf die Menge natürlich auch drauf an, ob man viel oder wenig Meerrettich da dran macht. Aber wir möchten jetzt schon ein bisschen eine Grundschärfe drin haben. Und da geben wir jetzt auch eine schöne Menge Meerrettich dazu. Ich sehe das gerade. Das ist viel, oder? Ja, das soll auch ein bisschen Geschmack abgeben. Ich sag mal, wenn man Geschmack reingibt, wenn man was rausholen will, die Kartoffel schmeckt ja jetzt, sag ich mal, jetzt so grundgeschmacklich nett. Ja, doch. Aber die Würze, die wir jetzt haben wollen, dass es dann auf der Zunge auch prickelt und schön lecker schmeckt, dann brauchen wir schon ein bisschen was. Da muss ein bisschen. Dann kommt jetzt, haben wir hier ein Parmigiano Reggiano, das heißt einen italienischen Parmesan. Mhm. Sie können auch einen Pecorino oder einen anderen Käse nehmen. Wenn Sie es herzhafter wollen, können Sie natürlich noch ein bisschen mehr was dran machen, das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, erlaubt ist, was schmeckt. Auch in der italienischen Küche, weil ich denke immer, das ist immer so, da muss man sich schon dran halten, dass es auch gut schmeckt. Ne? Da kann man nicht einfach alles zusammenwerfen. Das ist richtig, aber von Region zu Region, auch in Italien, kochen die Nonnas sehr unterschiedlich. Und so ist es natürlich hier auch in der deutschen Küche. Fahren Sie ein bisschen südlicher, ist es schon wieder anders als in Norditalien. Und jetzt machen wir Speck dazu. Pancetta. Und zwar ist das eine besondere Form vom Bauchspeck, vom Schwein. Der wird dann leicht luftgetrocknet, ein bisschen geräuchert, mit Salbei, Rosmarin, ist auch unterschiedlich in Italien. Man kennt vielleicht den Aufschnitt Pancetta, das ist der nicht so fette Bauchspeck, der so gerollt ist, den hat man bestimmt schon mal gesehen, den man gerne als Aufschnitt dann dazu nimmt. Was ganz wichtig ist, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt auch gerade so wie ich Hunger bekommen, das Rezept und die Zutaten und alles, das gibt es bei uns auf der Hallo Hessen Internetseite. Da können Sie sich das runterziehen und am besten gleich mitkochen oder sich zumindest erstmal die Zutaten besorgen. Das ist jetzt wiederum schade an Corona. Ne? Am liebsten würde ich ja jetzt direkt neben dran stehen, mitmachen, weil sowas liebe ich ja, in der Küche kochen und besonders italienisch. So, wie geht's weiter? Eier haben wir gesehen. Genau, rein. Waren das zwei oder drei? Zwei Eier habe ich jetzt noch dazu. Mhm. Denn, wie gesagt, den Pancetta lassen wir hier kurz angehen. Wenn der anfängt zu braten, geben wir hier ein bisschen Semmelbrösel dazu, dass das Ganze dann auch das Ei wieder aufsackt, was hier in dem Kartoffelteig mit drin ist. Mhm. Und jetzt widmen wir uns in der Zeit den Kräutern. Oh, wie gesagt, Italien ist ja da auch weit verstreut mit leckeren Kräutern. Ich sag mal, was so das Bekannteste ist, sage ich jetzt mal, ist mit der Salbei auf jeden Fall.
Ich dachte schon, der Basilikum. Ich wollte hier gerade schon naschen. Basilikum genauso, aber so Saltimbocca oder auch die klassische Basilikum, das schneiden wir jetzt auch gleich mit rein. Wir haben jetzt hier erstmal den Salbei, den wir mit dazugeben. Mhm. Dann, wie gesagt, frischer Basilikum. Da muss ich jetzt mal fragen, Basilikum schneiden, darf man das oder muss man klopfen oder zupfen? Also, wenn ich ihn jetzt schneide, so wie jetzt, dann wird er irgendwann schwarz durch die Schnittfläche, die wir gemacht haben. So. Gebe ich ihn, aber ich gebe den jetzt hier mit runter, verarbeite ihn und dann hat er keine Chance mehr schwarz zu werden. Okay. Das heißt, wenn wir ihn jetzt auf der Pizza drauf machen, dann würden wir ihn eher zupfen. Mhm. Also das heißt, man geht beides eigentlich quasi? Es geht beides. Also es kommt immer drauf an, wenn Sie natürlich ihn schneiden und dann auf die Pizza oben drauf geben und nicht gleich servieren, dann kann es schon sein, dass er irgendwann dunkel wird. Jetzt geben wir unseren, wie gesagt, Pancetta mit der Semmelbröselmasse hier mit dazu. Mhm. Und kümmern uns weiter um die Kräuter. Wir haben jetzt hier noch, wie gesagt, Oregano aus dem Garten. Aus dem eigenen Garten? Aus dem eigenen Garten, jawohl. Wirklich? Da gibt es vielleicht einen Tipp für zu Hause. Nicht komplett unten am Stiel abschneiden, sondern dass die Triebe auch wieder nachwachsen können. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ich habe immer schön unten abgeschnitten. Und dann wächst nichts mehr nach. Kommt dann gar nichts mehr nach. Warum ist das so? Genau. Also wenn wir oben drüber noch so einen Trieb hatten, dann kommt da wieder was nach. Dann kriegt man auch 2-3 Wochen später wieder was. Richtig, genau. So ist es auch beim Oregano, der ganz schnell wächst. Und beim Basilikum, den habe ich immer in der Küche stehen. Da habe ich dann auch immer das Problem, dass der Kollege dann doch zu weit unten abschneidet. Sagt, jetzt können wir ihn wegschmeißen, das können wir nicht mehr nehmen. Mhm. Aber die kommen wieder. Wenn man es ordentlich betreibt, dann hat man das ganze Jahr frische Kräuter. Wenn wir gerade schon bei den Kräutern sind, liebe Zuschauer, wir haben Ihnen vor ungefähr 7 Wochen ein paar Kräuter zugeschickt, die Zuschauer, die wollten. Und Sie konnten die dann einfach zu Hause anpflanzen. Und haben wir ganz, ganz tolle Fotos bekommen. Denn inzwischen ist daraus was richtig Schönes entstanden. Zum Beispiel von Renate Rathmann aus Frankfurt. Sie hat uns auch geschrieben, den Raukensalat, den kann man jetzt schon ernten. Oder auch von Petra Salomon aus Steinau-Marborn. Sie sagt, danke für den ratzfatz wachsenden Schnittlauch. Da sieht man auch, der ist wirklich schnell gewachsen. So schnell konnten wir nicht schauen, wie der gewachsen ist. Vielen Dank. Und wenn Sie auch von uns so ein bisschen was bekommen haben zum Anpflanzen, zum Einsehen, dann schicken Sie uns Ihre Bilder. Wir sind gespannt und freuen uns schon drauf, wie die HR-Kräuter sozusagen bei uns in Hessen gerade wachsen. Und wachsen tut jetzt auch mein Hunger. Wir haben das Ganze jetzt untergehoben, genau, alles sozusagen vermischt. Und jetzt gehen wir her, tun hier in die Pfanne ein bisschen Butter rein. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt. Auf wie viel? 200 Grad. Und wie lang muss das dann da rein? Das ist jetzt diese Geschichte bei der Raffanata. Wir gehen jetzt her, machen uns so kleine, ich sage jetzt mal, wie so kleine Burger-Patties. So schöne Portionsfladen, die legen wir hier rein. Mhm. Und dann gehen wir her, kommen die bei 200 Grad für so um die 7-8 Minuten in den Ofen. Ach ja. Also danach auf, ist der auf ja der noch, Seite braten wir jetzt wie lange an? Wir braten gar nicht an, wir geben die jetzt dann direkt in den Ofen rein. Ach so. Und lassen die jetzt dann auf dieser Seite 7-8 Minuten anbraten. Der Ofen ist schön vorgeheizt, der ist schön heiß. Nach 7 Minuten drehen wir das Ganze, die Raffanata, und geben sie dann noch mal für 30 Minuten in den Ofen, dass es schön durchbacken kann. Und warum auf der einen Seite bloß 7 Minuten und dann noch mal 30 Minuten? Nur, dass er durchzieht? Nur, dass er durchzieht. Okay. Genau. Sonst hat es gar keine. Sie können natürlich auch noch mehrmals drehen, das ist völlig egal. Wenn Sie das gerne möchten, können Sie das machen. Und nachher geben wir dann nur noch einen schönen Rucola oben drauf, bisschen Olivenöl und dann noch frisch geriebener Meerrettich. Und dann können wir das ganze Gericht schon lecker genießen. Also, ich habe es ja zum Glück schon einmal hier. Und probier da jetzt mal ganz schnell. Den kann man ja auch kalt essen, ne? Den kann man auch kalt essen. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich mache immer so große Happen, weil ich immer so viel Hunger habe. So. Guten Appetit. Dankeschön. Mmh. Ich würde sagen, das läuft sehr, sehr gut. Also man schmeckt die Kräuter. Oh, und den Meerrettich, den schmeckt man auch, muss ich sagen. Heieiei. Also, das ist vielleicht der Frische. Ich schnabuliere hier noch ein bisschen. Sage erstmal vielen Dank.